Holt euch am besten jetzt noch eine Tasse Tee oder Kakao oder keine Ahnung, irgendwas Warmes, muckelt euch in eure Decke ein, denn das wird eine lange Session. Ich werde versuchen, da heute der 3. Oktober ist und ne, Nationalfeiertag, werde ich versuchen, mir die Zeit zu nehmen, einfach mal diesen Teil des Spiels in einer Aufnahmesession komplett durchzuspielen. Also das Level Zirkel der Magie. Ich werde natürlich gucken, dass ich das so splitte, dass ihr nicht irgendwie ein 3-Stunden-Video habt oder so. Weil das will ich euch jetzt auch nicht antun. Das ist ja dann auch irgendwann zu anstrengend, um weiter zu gucken. Deswegen, genau, hier nur die kurze Einführung. Wir sind unterwegs mit Liliana, Alistair und Stan. Mit Gregor haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Wie gesagt, es wird ein Kampf und ich komme hier jetzt nicht mal raus. Doch, so. Ach, der arme Kerl. Genau, hier haben wir noch den Quartiermeister. Wenn es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Ja, möchtet ihr handeln? So, mal gucken, was der so bei sich hat. Oh, ein Rucksack. Ja, nehmen wir den mal mit. Die anderen Sachen können wir nicht kaufen. Wir sind jetzt mehr oder weniger übelst broke, aber wir können ja noch hier ein paar Gegenstände vielleicht verkaufen, die wir nicht brauchen. Ah, viel ist es nicht, ne? Warte mal, Kleidung? Warte mal. Was ist das denn für eine Kleidung? Ist das ein Kleid? Oh, sieht das langweilig aus. Oh mein Gott, nee. Wieso habe ich so ein Wenn Kleid? Es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch... Ja, möchte... Nee, dann kann das weg. So. Hier haben wir auch noch viele Tränke und eine Vase, die weg kann. Oh, Fumaritome haben wir auch noch. Die sollten wir nutzen. Das sind nämlich so Bücher, mit denen bekommt man zusätzliche Punkte. Oh, wartet mal, habe ich das jetzt falsch benutzt? Ne. Okay. Genau, jetzt haben wir einen Aufstieg. Weiter. Genau, jetzt haben wir einen Punkt mehr. Den nutzen wir natürlich in Manipulation. Wichtig. So, wir haben jetzt keinen Magier bei uns. Aber es wäre vielleicht gut, wenn jeder... Vielleicht noch hier so automatisch Wundumschläge benutzt. Schilddeckung, Schildschlag. Gegner. Was hat er denn noch? Bedrohen. Nimmt der Krieger. Bedrohen hat er noch gar nicht, ne? Uff. So, Liliana hat hier schon zwei weitere. Ich verstehe nicht, wieso manche rot sind. Achso, weil das wahrscheinlich Gegner sind, ne? Hat Alistair ja auch. Okay, damit sind Gegner gemeint. Alles klar. Dann gehen wir mal rein.
In die Hölle. Ist erledigt. Wie den Kopf schüttelt, so, boah. Was sind das für Deppen? So, schauen wir uns mal hier um. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall ganz viele Codex-Einträge, die wir im Nachhinein natürlich lesen werden. Wir gehen mal mit Liliana hier weiter, weil hier gibt es so einige Truhen, die man öffnen kann. Oh, aber ich sehe gerade, sie hat den Bogen gar nicht ausgerüstet. So. Wie ihr meint. Stab des Akolyten. Gut, werden wir jetzt nicht brauchen, aber vielleicht Morrigan. Ja, natürlich. Ach so, apropos, wie schaut es denn eigentlich mit den Accessoires aus? 3 Verteidigungen. Hat Stan einen Gürtel? Dann macht das bei ihm mehr Sinn. Ihr seid es. Nein, bleibt weg von mir. Grauer Wächter oder nicht, ich werde euch erschlagen. Win, was tut ihr denn hier? Ich bin eine Magierin des Zirkels. Viel wichtiger ist, warum ihr hier seid. Die Templer lassen doch nicht einfach jeden durch. Ich helfe Gregor dabei, die Probleme des Zirkels zu lösen. Dann dient ihr also den Templern. Das hatte ich befürchtet. Haben Sie das Recht der Auflösung? Nein, aber Gregor rechnet mit einem baldigen Eintreffen. Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn Sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Was ist hier geschehen? Kurz gefasst gab es hier so eine Art Aufstand, angeführt von einem Magier namens Aldred. Nach seiner Rückkehr von der Schlacht bei Ostergaard hat er versucht, den Zirkel zu übernehmen. Wie ihr seht, ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht, was aus Aldred wurde, aber er steckt sicher hinter allem. Ich werde den Zirkel nicht dem Stolz und der Dummheit eines einzigen Mannes opfern. Also, was habt ihr vor? Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. In Ordnung, ich helfe euch. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Dann sollten wir sofort beginnen. Petra, Kinnan, kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Win, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Habt Vertrauen, wir werden nicht scheitern. Euer Selbstvertrauen ist erfrischend. Doch solltet ihr darauf achten, dass es euch nicht den Blick auf eure Schwächen verstellt. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir dem jetzt ein Ende. Yes! We got the granny on our side. Wir nehmen mit Alistair und Liliana. So, Wind ist dabei. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in ihre Taktiken. Genau, sie hat nämlich hier auch... Also, Wind heilt sehr viel. Wie man sehen kann. Sie kann aber auch
sich verteidigen. Heißt, wenn ein Gegner attackiert, Gruppenmitglied attackiert Win, dann kann sie Arcane Bolzen einsetzen. Und dann machen wir noch, wenn ihre Mana-Stufe bei unter 25% liegt, dann den schwächsten Lyrium-Trank benutzen und Ziel hat beliebige Ziel in Reichweite, Ziel in mittlerer bis großer Entfernung, machen wir auch mal den Arkanen Bolzen. Hat sie Steinrüstung? Oh, Steinrüstung hat sie nicht. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Sie war mindestens... Das hört sich komisch an. Attackiert sie selbst, dann soll sie die Steinrüstung am besten aktivieren. So. Probieren wir das mal aus, ob die Taktik klappt. So, dann gehen wir mal da durch. Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrechterhalten konnte. Ihr habt getan, was ihr tun musstet, Win. Manchmal war ich sehr erschöpft, aber ich musste stark bleiben, um uns schützen zu können. Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Ja. Also gut. Alle auf Posten. Mann. Dann schauen wir noch. Hier gibt es noch einen Leichnam. Wir nehmen auch nicht alles mit, weil das bringt nicht wirklich viel. Leeres Pergament. Ein zerrissenes Buch. Die Wissenschaft der Beschwörung. Genau, das ist eine Quest, die habe ich tatsächlich gestern mit meinem Partner gemacht. Also ein bisschen kann ich mich noch dran erinnern, wie der Ablauf war. Aber wir haben das auch nur geschafft, weil wir uns online schlau gemacht haben. Und ich würde gerne mal wissen, wo man dort... wo man dort die ganzen Infos herbekommt, weil man muss gleich... Weil man muss gleich in einer bestimmten Reihenfolge diverse Gegenstände berühren. Versprechen des Stolzes. Okay. Kinderer Dämon des Zorns. Ach, Lyrium-Tränke nehmen wir doch gerne mit. Gut. Dann gucken wir mal ganz kurz in den Kodex. Boah, jetzt ist die Frage, wo finden wir das? Das wird wahrscheinlich bei Notizen sein, oder? Aldred wird uns den Weg weisen. Endlich erfahren wir Anerkennung innerhalb des Zirkels und sind befreit von den misstrauischen Blicken der Templer. Niemand wird uns meiden. Seid bereit. Verzauberter Grey wird Libertarianer. Gut. Eine zerfledderte Einkaufsliste. Zucker, Mehl, Filetiermesser, Ingwer für Opas Darmwinde, Tinte, Öl aus Dorschleber, getrocknete Pilze, Rouge aus Olé. Nachfragen, ob es bald wieder Bienenwachs gibt. Notizen auf zerknülltem Papier. Oder questbezogen. Die Stelle. Hier.
da steht das alles drin. Okay. Übung 1. Konzentriert euch auf die Beschwörungsschrift. Wählt den zweiten Abschnitt aus dem Almanach der bekannten Geister, zweites Regal. Greift mit offenen Händen durch die ersten Beschwörungsflammen. Okay. Beschwörungsschrift, Almanach der bekannten Geister. So, irgendeine Beschwörungsschrift. Wo sind wir hier? Bücherstapel. Uff. Das große Bestiarium. Was stand da drin? Oh mein Gott, ich muss jetzt echt jedes Mal... Wählt im zweiten Abschnitt aus dem Almanach der bekannten Geister zweites Regal aus. Oh mein Gott. Also wartet mal, das ist hier der zweite Abschnitt. Oder? Oder bin ich jetzt doof? Das ist hier der erste Abschnitt. Und dann ist hier doch der zweite Abschnitt. Ach du Scheiße. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock. Wählt den zweiten Abschnitt aus dem Almanach der bekannten Geister zweites Regal aus. Also Buch der Geisterpersönlichkeiten. Oder wie? Okay, das war richtig. Greift mit offenen Händen durch die ersten Beschwörungsflammen. Okay. Eine Nack! Und die ist tot. Okay. Zweites Ritual. Was sagt das zweite Ritual? Rezitiert Rote Koms ungewöhnliches Herbeirufen. Legt eine Silbermünze vor die Füße der Statue von Margus Gorvish. Okay, das ist einfacher. Einmal hier. Natürlich. Die Nack hat tatsächlich was. Ein Granat. Okay. So, jetzt kommt noch der dritte Beschwörungskreis und dann gibt es noch einen vierten. Das ist aber eher so eine Art Easter Egg. Informiert höhere Magi darüber, dass ihr die Lektion durchführt. Konzentriert euch auf die Beschwörungsschrift. Rezitiert den zweiten Abschnitt von Elvons großem Bestiarium. Beobachtet das ausgewählte Siegel auf dem Gemeinschaftstisch im ersten Bereich. Legt eine Haarlocke zwischen die Seiten des Spiritorum Interialis. Führt vor der Statue von Margus Gorvish Kallums Geste zwei Finger durch. Atmet auf dem getrockneten Schierling des Novizenphylakterions. Okay, also... großes Bestiarium, Tisch, Spiritorum Eterialis, Novizenphylakterion, Spiritorum Eterialis, Margus Gorvish und dann das Novizenphylakterion. Okay, mal gucken, ob ich mir das merken kann. Wie ihr meint. So, dann... war das ja der Tisch, glaube ich, ne?
dann dieses Spirito-Dings da. Natürlich. Dann zur Statue. Und dann zum Phylakterion. Und jetzt zum Beschwörungskreis. Das müsste alles geklappt haben. Yep, perfekt. Na, das war ja mal ein Auftritt. So, jetzt möchte ich aber noch gucken, ob die vierte Übung... Die vierte Übung ist nicht dabei. Okay. Ich weiß nicht, wie man auf diese Übung kommt. Das habe ich auch online gesehen. Man muss ja eben einmal diesen Beschwörungskreis aktivieren. Und dann muss man diese ganzen... Also diese drei Übungen muss man hintereinander durchführen, ohne diesen Beschwörungskreis da anzurühren. Das war ja einmal die Buch der Geisterpersönlichkeiten. Dann war das, glaube ich, das hier. Dann okay. Dann das große Bestiarium. Ist halt viel Rennerei, ne? So zum Fisch. So, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollten wir gleich in diesem Raum einen Beschwörungskreis sehen. Nicht hier sein. Das ist ganz und gar nicht richtig. Das ist eine Anspielung auf Baldur's Gate 1, der Aal Foreshadow. Ich habe Baldur's Gate 1 nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was der für eine tragende Rolle spielt. Aber das ist das, was ich gestern gelesen habe in dem Guide. Aber ich muss, also, ne, da muss ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen. Ich bin sehr stolz drauf, dass ich es geschafft habe, diese Reihenfolge einzuhalten, ohne dass ich was vergessen habe. Natürlich. Sehr schön. Ah, sehr schön. Ja, das ist wirklich gut. Wenn wir hier unsere Vorräte aufstocken können. So, weiter geht's. Nächstes Stockwerk. Owens Zimmer ist hier in der Nähe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Bitte geht nicht in den Lagerraum. Es herrscht völlige Unordnung und ich konnte ihn noch nicht vorzeigbar machen. Was macht ihr hier? Ich wollte aufräumen, konnte aber nicht viel ausrichten. Wollt ihr hier nicht raus? Ich wollte gehen, als es ruhiger wurde. Bin aber auf die Barriere gestoßen. Ich fand keinen anderen Ausweg, also kehrte ich zurück an die Arbeit. Oh, Wayne, ihr hättet etwas sagen sollen. Ich hätte die Tür für euch geöffnet. Der Lagerraum ist mir vertraut. Ich bin lieber hier. Im Moment scheint es sicher zu sein.
Er gehört zu den Besänftigten und hat keine Gefühle mehr. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Wer? Nile, der Magier. Er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie, das hatte ich befürchtet. Wir bekommen das schon in den Griff. Wir sollten Nile suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Ja, Owain ist ein Besänftigter. Ich weiß nicht, ob... Nee, ich glaube, das habe ich euch noch nicht so erzählt, was Besänftigte so besonders macht. Besänftigte sind praktisch... Also, die Sache ist die, das wird wahrscheinlich auch noch in dem Codex-Eintrag erklärt irgendwann. Magier müssen ja eine bestimmte mentale Widerstandswillenskraft haben, um die Magie beherrschen zu können. Wenn sie das nicht besitzen, dann verwandeln die sich eben in solche Monster, in diese Abscheulichkeiten. Und um das zu verhindern, gibt es in diesen Türmen, in dem Zirkel der Magie, gibt es Rituale, die wie so eine Art Prüfung sind für die Zauberlehrlinge, um zu zeigen, ob die wirklich mental stark genug sind, die Magie zu beherrschen. Sollte das in dem Ritual nicht der Fall sein, dann werden die erschlagen, damit sie nicht zu Abscheulichkeiten werden. Oder wenn das schon vor dem Ritual ersichtlich ist oder auch nach dem Ritual, keine Ahnung, dass die halt schon so Zeichen haben, dass sie der Magie nicht gewachsen sind, wird ihnen die Magie mit der Besänftigung entzogen. Was das aber für eine Auswirkung hat, ist, dass die Besänftigten apathisch werden. Also die haben auch keinerlei Gefühle, Emotionen. Die funktionieren nur als Mensch. Also die funktionieren wirklich nur wie Roboter, so ähnlich. Und können halt dadurch auch keine Gefühle oder Beziehungen entwickeln, weil ihnen diese emotionale Ebene einfach komplett durch diese Besänftigung entzogen wird. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt soweit klar erklärt. Oh. Bitte tötet mich nicht. Sagt mir, weshalb ich euch verschonen sollte. Ich weiß, ich habe kein Recht, Gnade zu erbitten. Aber ich wollte keinesfalls Tod und Zerstörung auslösen. Wir wollten uns nur befreien. Aldred sagte, der Zirkel unterstütze Loghain. Und der würde uns helfen, uns von der Kirche zu lösen. Ihr wisst nicht, wie es hier war. Die Templer haben uns ständig beobachtet. Ständig beobachtet. Und weshalb die verbotene Magie? Sie war nur Mittel zum Zweck. Sie gab mir die Macht, für meine Überzeugung zu kämpfen. Für seine Überzeugung zu kämpfen ist lobenswert. Aber der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Das glaubt ihr doch nicht wirklich, Wynn, oder? Veränderung kommt selten friedlich. Andraste hat dem Reich den Krieg erklärt und nicht nur einen geharnischen Brief geschrieben. Sie hat die Zivilisation neu geformt, die Sklaven befreit und uns die Kirche gegeben. Aber Menschen sind dafür gestorben. Wir dachten, jemand muss den ersten Schritt machen, die Veränderung um jeden Preis erzwingen. Was ihr diesem Ort angetan habt, ist es nicht wert. Jetzt ist Aldred wahnsinnig und wir sind alle verstreut und dem Tod geweiht. Gefällt euch jene, die unsere Fehler wieder gut zu machen trachten. Und ihr zerfließt in Selbstmitleid? Jämmerlich. Was soll ich sonst tun? Ich sitze hier in der Falle. Ich
Ich verschone euch, helfe euch aber nicht bei der Flucht. Danke. Der Erbauer wird dafür sicher wohlwollend auf euch herabblicken. Die wird eh umgelegt. Ganz ehrlich, wenn die jetzt versucht, da rauszugehen. Erstens, die Templer werden die Tür nicht aufmachen. Und zweitens, die sehen das ja. Natürlich. Die spüren das ja, dass es eine Blutmagierin ist. Die wird umgelegt. Noch mehr Stuff. Na? Ja, so einen gewöhnlichen Zauberstab, den brauchen wir nicht. Aber wir müssen mal unsere Fähigkeiten wieder auf Vordermann bringen. So, ja, da fehlt uns jetzt natürlich die Geschicklichkeit. Machen wir das mal. So, weiter geht's. Wo waren wir denn noch nicht? Von hier sind wir gekommen. Dann müssen wir hier lang. Die Liebesbriefe, die werden uns wie ihr meint, irgendwann von Nutzen sein. Deswegen sammle ich die auch auf. Oh. Wieder tun. Schon unterwegs? Ich müsste auch viel mehr in diesem Spiel. Oh! Braun. Oh nein, 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 nein. Eine Silberkette. Wird erledigt. Die Tür auftreten. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein Niemand, völlig unwichtig. Aber ich will nicht sterben. Oh, Erbauer! Schon gut, ich wollte euch nicht ängstigen. Deswegen habe ich die Tür auch aufgetreten. Kann ich jetzt wohl aufatmen? Godwin, Magier beim Zirkel von Ferelden. Zu euren Diensten. Freut mich, euch kennenzulernen. Nicht so sehr, wie ich über euer Eintreffen erfreut bin. Überall waren Dämonen, die mir den Ausgang versperrten. Ich dachte, es sei am besten, mich irgendwo zu verstecken und mucksmäuschen still zu bleiben. Ich will irgendwo in Sicherheit sein. Vorläufig bleibe ich einfach hier oder ich gehe wieder zurück in meinen Schrank. Klingt nach einer guten Idee. Nochmals danke, dass ihr mich gerettet habt. Vielleicht sehen wir uns unter weniger lebensbedrohlichen Umständen wieder. Ja. Gut. Der Godwin. Wie ihr meint.
glaube, Liliana könnte vielleicht noch... Ah, da fehlt die Geschicklichkeit. Ah, okay. Ja, natürlich. So. Liegen da überall leere Pergamente. Die kann ich nicht gebrauchen. So, noch ein Raum. Natürlich. Ah. Nett. Hier liegt eine entweihte Statue von Andraste. Im Sockel befindet sich ein kleines Glasphylakterion, das irgendwie in die ansonsten massive Steinskulptur eingesetzt wurde. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Boah. Nehmen wir das mal. Das Glas zerbricht, als du es berührst. So, okay, dieser Wiedergänger, da gab es ja jetzt auch einen Codex-Eintrag. Wie gesagt, lesen wir, wenn es soweit ist. Könnte das Arbeitszimmer des obersten Verzauberers sein? Ob er die wohl alle gelesen hat? Das werden wir sehen. Suche ich ein Stück Papier? Das ist immer so... blöd, weil... Ah, da. So. Du findest eine Seite aus dem Tagebuch der Oberverzauberin. Fähigkeiten unzureichend. Oh, Liliana, das ist nicht gut. So ein Bücherregal. Und ein schwarzes Zauberbuch. Ja, schade, dass wir diese Truhe da nicht öffnen können, aber da kann man jetzt nichts machen. So. Wir speichern und gehen in den zweiten Stock. Sind wir jetzt im zweiten Stock? Wo sind wir denn jetzt? Werden wir nie erfahren. Alle sind fort. Oder tot. Ich befürchte das schon. Ach, Win. Wir können leider nicht mehr viel tun, ne? Alte Texte. Noch eine Schriftrolle von Vansator. Thank you.
Liliana, das ist nicht gut. Oh Mann. Girl. Don't do this again. Wartet mal, dann stimmt irgendwas mit ihrer Taktik aber nicht. Ändern wir das mal in große Entfernung. So, und dann am besten wieder wechseln. Schauen wir hier nochmal Cordel das hervorrufen. Das hört sich gut an. Ah, perfekt. Oh, kann sie gar nicht. Oh, okay. Ja, dann nimm das. Wieso haben die alle so viele private Dokumente mit sich? Der hat einen Zauberstab. Ah, wartet mal. Das mit diesen Statuen ist ja auch so ein kleines Rätsel. Aber ich frage mich, wo man hier die Infos bekommt. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, warum habe ich auch Wind ausgewählt? Boah, ich bin ja doof. Wartet mal, es war doch... Statue. Notizen eines Schülers haben wir. Die haben wir noch gar nicht gelesen. Er wurde zu einem unvollständigen Ritual. Wächter der Mündung. Jungs, ich sage es euch, es handelt sich um eine Prüfung wie die Beschwörung. Warum sonst sollten Unterrichtsstunden ausfallen? Und dieser Ausbruch von Aldred in der Bibliothek, ein altes Buch, zeigt eine Seite über die Mündung. Und ich habe so viel wie möglich davon abgeschrieben, bevor wir rausgeworfen wurden. Anmerkung zum Ritual, ein gesenktes Schwert, bereit zum Schlage durch und durch. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich das nicht hätte sehen sollen. Das wäre zu praktisch. Ich gehe der Sache auf den Grund und wenn ihr klug seid, helft ihr mir dabei. Nein, und hör auf, mich zu fragen. Ich werde wegen dir nicht nochmal in Schwierigkeiten geraten. Mir ist es egal, was im Keller ist und den höheren Magi auch. Es geht ausschließlich um Aldred und die oberen Stockwerke. Ich weiß nicht, was du da ausgegraben hast, aber diese Dinge sind älter als unsere Schulbücher. Ein Schüler sollte so etwas nicht mal anfassen. Anmerkung zum Ritual. Die Faden verbrannt vor einem Riesen, den Speer nach oben gereckt. Er steht da allein. Jedwedes Flüstern ist also Illusion. In die Ecke gekritzelt, brauche ich nicht. Owain kannte die Mündung. Heute sind wir noch weiter vorgedrungen, jenseits dessen, was der Mensch erreichen kann. Das Glühen der schwarzen Stadt war die ganze Zeit am Horizont zu erkennen, aber einen Weg dorthin gab es wie immer nicht. Seit Menschengedenken ist niemand dorthin gereist, doch alle fühlen sich hingezogen und man hört Flüstern. Dort ist etwas Großes und daneben stets in der Nähe ein zweiter Verstand, unbelastet. Morgen werde ich mit ganzer Kraft erneut versuchen, ihn zu befreien. Kann jemand anders schon so weit gekommen sein? Wir werden die Wunder gemeinsam ergründen. Anmerkung zum Ritual. Das Behältnis in den Händen tropft durch Worte aus anderer Zeit wahre Macht herab. Dokument über die Mündung, vermutlich aus dem 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Erster Verzauberer im Geheimen zum Wächter der Mündung ernannt. In die Ecke gekritzelt. Mündung. Vor dem Zirkel. Noch jemand im Nichts? Das will ich auch. Eine Silberkordel ist schwarz geworden. Schwarz, kein Wunder, dass seine Hülle zerbrochen ist. Aus dem Nichts kam weder etwas Sterbliches noch etwas dort Entstandenes zurück. Beweist nach so langer Untätigkeit ein nachträglicher Einfall die Existenz der Götter? Diese Bestie erfüllt keinen Zweck. Möge die Kraft des Turms sie dahinraffen und selbst die Erinnerung daran vergehen. Nur eine Lektion ist daraus zu ziehen. Bleibt im Nichts konzentriert, denn jede Ablenkung entwickelt ein Eigenleben.
Anmerkung zum Ritual. Ein erhobenes Schwert durchtrennt die Verbindung. Dokumente über die Mündung, vermutlich aus dem 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Eine Kordel, Bauernmagie, muss es wissen, kann es beinahe sehen, will flüstern hören. Rasch hingekritzt, flüstern, sprich von großer Halle, die ganze Zeit über uns verborgen. Das Behältnis in Händen tropft durch Worte aus anderer Zeit wahre Macht herab. Schüssel hinstellen. Ein erhobenes Schwert durchtrennt die Verbindung, Kordel durchschneiden. Ein gesenktes Schwert, bereit zum Schlage durch und durch, Galle. Die Fäden gelegt vor einem Krieger mit erhobenem Speer, geschützt von allen Seiten, damit das Flüstern als Lüge erkannt wird. Wo ist das? Reihenfolge ist klar, aber der Ort nicht. Das Flüstern ist in meinem Kopf. Okay, heißt, zuerst die Statue mit der Schüssel anfassen, dann die mit dem erhobenen Schwert, dann die mit dem gesenkten Schwert. Und dann gibt es noch eine vierte Statue. Neugier wurde bei diesem armen Schüler zur Gier. Okay, wir versuchen es einfach mal. Natürlich. So, jetzt fehlt nur noch eine Statue mit einem Speer. Die müssen wir jetzt erstmal finden. Hier ist keine Statue. Und da ist eine mit Speer. Ich kann da nichts machen. Mit denen kann ich ja auch nicht interagieren. Da ist noch eine mit Schwer. Mit der kann ich aber auch nicht interagieren. Komisch. Vielleicht im nächsten Raum? Hier ist ja auch nichts, ne? Ah, Mist. Falle. Keine mit Speer.